Guten Morgen zusammen. Ich befinde mich jetzt in Bad Füssing und wo könnte man in einem Kurort besser starten als am großen Kurhaus? Ich werde mir jetzt hier die Ecke mal so ein bisschen angucken, weil ich hier auch privat noch was zu erledigen habe. Und würde mich freuen, wenn ihr euch das mit anschaut. Der eine oder andere wird sich fragen, wie ich jetzt von letzten Video Schliersee nach Bad Füssing komme. Das hat einfach mit diesen Inzidenzen zu tun, die zurzeit dort herrschen. Dort mal kurz einen Blick auf die Spielbank hier von Bad Füssing. Aber nochmal zu den Inzidenzen, die sind, ich weiß, ihr werdet das Video wahrscheinlich erst in 6 Monaten sehen, aber zurzeit bei fast 1300 in der Region, wo ich mich bewegt habe. Und da war ich der Überzeugung, dass es sinnvoller wäre, die Region zu wechseln. Wie gesagt, wie es in 6 Monaten aussieht, wenn ihr das hier schaut, weiß ich nicht. Aber gerade aktuell empfinde ich das für richtig. So, genug von Corona. Ein Blick auf eine kleine Waldkapelle. Und hier so ein Schwenk über den Heilkräutergarten im Vordergrund. Und dahinter ein Teil dieser Kuranlagen. Ihr seht, hier ist nahezu nichts los. Deswegen fühle ich mich hier auch wohl. Jetzt im Herbst sieht das natürlich alles ein bisschen ungepflegt aus, nenne ich es mal ganz vorsichtig. Durch das Laub. Ich finde es trotzdem schön. Aber hier sind auch so Kolonnen vom Bauhof unterwegs, die kräftig am Laubhusten sind. Und hier so ein einsamer Brunnen noch am Kämpfen. Wenn man hier durch so einen Bogen fährt, mit so einer Buche umrankt, das hat schon alles was. Auch hier so diese ganzen kleinen Wasserspeicher und die Figuren passend dazu. Da ist der Froschkönig auf dem Steinchen zu sehen. Ich hoffe, ihr kennt das ganz gut. Noch einmal vom Nahen, damit es auch garantiert drauf ist. Und sie himmelt ihn förmlich an. Aber Mädchen, es wird nicht aufgehen. Ja, ansonsten, ich will nicht werben für Bad Füssing. Aber ich finde, das ist einer der schöneren Kurorte, die ich kenne. Ne, mit einigermaßen großem Kurpark und Waldgebieten dabei, tollen Thermen. Und auch noch einer recht anständigen Innenstadt. Und rundum die Infrastruktur. Muss ich auch nicht verstecken. Man ist in einer halben Stunde mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad eine Stunde in Passau. Man kann mal eben nach Österreich rüber oder sonstige Sachen. Das hat schon was. Bei gutem Wetter kann man hier auf diesen drehbaren Bänken sich immer schön Richtung Sonne lehnen. Eine weitere Wasseranlage. Die Sonne würde ich jetzt auch nicht verschmähen. Es waren wieder 4 Grad, wo ich los bin. Und weiterhin tristes, trübes Novemberwetter. Und das soll wohl auch die ganze Woche so bleiben. Zumindest hier im bayerischen Raum. Hier an diesem Teich kann man im Sommer auf jeden Fall immer die ganzen Fische auch beobachten. Das hat schon was. Das sind diese, wie heißen die großen? Kois sind da drin. Und da kommt schon immer gute Laune auf, wenn die so übers Wasser blubbern. Ja, und Thema Wasser hier im Kurpark, ein großes Thema, wie ihr sehen könnt. Aber auch so sportliche Möglichkeiten wie Bowl oder Schach oder sonst was. Ja, und hier mal ein Schwenk direkt am Kurpark
über ja, diesen ganzen Bereich hier. Wie ihr seht, es ist nicht wirklich viel los. Ich meine, es ist erst früh morgens, aber trotzdem halten die Leute sich doch zurück. Ach, da drüben die bepflanzten Schalen mit dem Holz da unten drin, das ist auch schön. In Herzform. Hier geht's schön entlang der Kurallee. Auch extra mit einem eigenen Radweg, wo ich ja immer erfreut bin, wenn Radfahrer denn überhaupt erlaubt sind. Es wird ja überall immer angepriesen, dass mehr gemacht wird für die Radfahrer, wird auch immer gezeigt in den Medien. Aber da, wo ich unterwegs bin, ist es oft so, dass echt alles verboten ist für Radfahrer. Das soll doch auch richtig motivieren, oder? Quelle der Kraft, Therma 1. Aber wie gepflegt das hier alles ist. Man beachte alleine hier den Schnitt an jeder einzelnen Säule dieses Baumes. Das ist echt ein tolles Bild. Dann gibt es hier diese klassischen neuen Resorts, die mehr oder weniger in die Baulücken gepresst wurden, aber optisch auch einen schönen Eindruck machen, aber irgendwie doch nicht hierhin passen, meiner Meinung nach. Weil dann direkt daneben zum Beispiel so ein schönes traditionelles Gebäude ist. Klar müssen die Massen an Kurgästen auch irgendwo untergebracht werden. Vor dem einen oder anderen Haus sind dann auch solche Sitzgelegenheiten draußen. Ansonsten gibt es, wenn man so ein bisschen von der Mitte Richtung Wohngebiete kommt, hier auch so einzelne Getränkeläden, Obsthandel, Fleischerei und sogar ein Kino. Kino und Kaffeebar, Filmgalerie. Und überall, wo man hinguckt, wird umgebaut, saniert, renoviert. Nicht, dass ihr euch wundert, ich würde schon wieder die gleiche Straße fahren. Nein, ich bin jetzt auf der anderen Seite nach Bad Füssing raus und auch da ist das so bepflanzt. Was ein bisschen düster wirkt, ist diese Kirche hier. Ich meine, jetzt bei dem grauen Hintergrund wahrscheinlich mehr als bei Sonnenschein. Aber farbenfroh ist anders. Hier mal ein Blick aufs Rathaus, was direkt am Kur- und Gästeservice angrenzt. So, hier ist die Kirche Heilig Geist und sag mal, die hat sich hier mal ein Türmchen hingesetzt. Sehr modern, schlicht, aber irgendwie elegant und schön, finde ich. Oh, voll der Kritiker hier. Hier ein weiterer Blick auf einen anderen Teil des Kurparks. Entschuldigt dieses laute Brummen und Dröhnen überall, aber die sind überall mit ihren Laubsaugern, Laubbläsern hier zugange. Damit das Ganze optisch auch um diese Jahreszeit sauber wirken soll. Sagen wir es mal so, weil das Laub ist ja auch schön. Hier stand noch ein Hinweisschild, dass es Richtung Kurgymnastikhalle geht. Aber den Weg werde ich nicht weiterverfolgen, weil das sind da hinten die Hallen, die man so am Horizont sieht, soweit ich weiß. Und das muss jetzt noch nicht sein. Ansonsten gibt es hier natürlich die klassischen Kleinspielfelder, Minigolfanlagen, überall so kleine Imbissbuden. Halt alles, damit man sich tagsüber vernünftig beschäftigen kann. Ich will ja nicht nur schimpfen über Neubauten, weil hier dieses zum Beispiel sieht ja optisch doch schon so ein bisschen nach Bayern aus. Auch wenn es ein bisschen maritim wirkt, aber aufgrund der Farbgestaltung, finde ich, passt es hier halt auch hin. Oft sind ja solche Skulpturen am Wegesrand, die einen eher so ein bisschen abstrakt,
und andere eindeutig schön, meiner Meinung nach. Hier entlang der Therme sieht man den heißen Wasserdampf aufsteigen. Das lädt schon fast ein, da reinzugehen. Aber auch nur fast. Hier sind solche Baumscheiben und darunter sind Sprichwörter oder Lebensweisheiten, die ich teilweise sehr gut finde. Das war vorhin schon mal, habe ich gar nicht gezeigt, fällt mir gerade ein. Zum Beispiel, wer weiß, was er braucht, ist als Verbraucher unbrauchbar. Denk mal drüber nach. Und wer seinen Mitmenschen in ein gutes Licht stellt, bekommt damit selbst eine bessere Sicht. Also das sind so Sachen, die echt zutreffen. Schön. Ja, und den einen muss ich noch vorlesen. Wenn der Mensch behauptet, dass er vom Affen abstammt, sollte er sich so benehmen, dass der Affe sich nicht schämen muss. Sehr schön. Diese Sprüche, die da gerade auf diesen gelben Tafeln unterhalb dieser Baumscheiben waren, gehören jetzt zum Weg der Poesie. Also da waren noch etliche. Kann ich natürlich jetzt nicht alle zeigen, aber sehr viel Wahrheit dran an diesen Poesie-Punkten. So, hier eine andere Installation. Licht, Wasser und Beton. Aber durch die Bepflanzung auch irgendwie schön. Da sind die öffentlichen Toiletten gleich mit untergebracht. Und so die ein oder andere digitale Schautafel. Wo man sich dann hier über die Region und die Angebote vor Ort informieren kann. Ja, und der Inn ist auch nicht weit, genau. Da kann man schön mit dem Fahrrad dran langfahren. Ist ein toller geschotterter Weg. Einmal zu sehen in dem Video Passau, die Radreise. Ja, da vorne steht meine Hope, wie ihr sehen könnt. Das heißt, das Video ist im Grunde schon wieder gelaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wobei bei diesem tristen Wetter die Videos den Orten irgendwie nicht gerecht werden, muss ich einfach mal so feststellen. Es tut mir auch irgendwo leid, aber am Wetter kann ich einfach nichts drehen. Ich kann hier was Schönes erzählen aus meiner Sicht und optisch das Ganze auch so ein bisschen ja, präsentieren. Aber ich selber kenne diese Orte auch bei schönstem Wetter. Oder diesen Ort zumindest. Und dann wirkt es noch deutlich besser. Naja, das soll's gewesen sein. Macht's gut, euer Markus.